Mein Leben endete in einem schockierenden Doppelsuizid. Ich war Mary Vetsera, eine junge Frau, deren Leben von Tragik und Kontroversen geprägt war. Lass mich dir meine Geschichte erzählen. Ich wurde am 19. März 1871 in Wien, Österreich, geboren. Schon früh spürte ich die Enge der aristokratischen Gesellschaft, in die ich hineingeboren wurde. Als Tochter des Barons Albin Vetsera war mein Schicksal bereits vorbestimmt. Doch ich sehnte mich nach mehr als den starren Regeln und Konventionen meiner Zeit. Mein Leben nahm eine Wendung, als ich den jungen Kronprinzen Rudolf von Österreich kennenlernte. Zwischen uns entwickelte sich eine leidenschaftliche Liebesaffäre, die die Grenzen der gesellschaftlichen Normen sprengte. Rudolf war ein Mann mit vielen Ideen und Träumen, aber auch von inneren Dämonen geplagt. Unsere Liebe war intensiv, aber auch von den Schatten der Realität überschattet.